Vielleicht haben Sie so etwas ja schon gehört, aber es ist ja immer in einer anderen Nuance dargestellt und es wird immer auch anders gesehen. Unsere Vorfahren haben für die Glaubensunterweisung der christlichen Gemeinde das sogenannte Kirchenjahr festgelegt, das immer mit dem 1. Dezember beginnt und dann über Weihnachten, Advent, Weihnachten und dann geht es nach Ostern und dann immer weiter, Pfingstfest. Und dann hört es Ende November, also diesen Monat, auf. So wurden auch die Sonntage, die einzelnen Sonntage, mit besonderen Namen versehen. Und der erste Sonntag nach dem Osterfest trägt die interessante Bezeichnung Quasi-Modogeniti. Das heißt, wie die neugeborenen Kindlein. Quasi-Modogeniti. Der an den Herrn Jesus gläubig gewordene Mensch ist dank der Auferstehung unseres Herrn und durch den Empfang des Heiligen Geistes zu einem neuen Leben wiedergeboren. Genauso, wenn Sie so ein funkelnagelneues Baby auf den Armen tragen, dann wissen Sie, dass auch solche Babys Nahrung gebrauchen. Und da möchte ich Ihnen mal ein Wort Gottes zeigen. Sie haben sicher die Bibel mit. Im 2. Petrusbrief. Nein, im 1. Im 1. Petrusbrief, aber Kapitel 2. 1. Petri, Kapitel 2. Und da lesen wir von Vers 1 an, 1. Petri, Kapitel 2, von Vers 1. Nun leget ab alle Bosheit und allen Betrug und alle Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen. Jetzt kommt es. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie zunehmet zum Heil. Wenn ihr anders geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das ist also die vernünftige Milch. Das Glaubensleben eines Christen, eines Gotteskindes, wird mit dem Wachstum und die Geburt und das Wachstum eines Kindes verglichen. Der unvergängliche Same, der das neue Leben aus Gott erzeugt, ist das lebendig machende Wort. Das Wort Gottes ist unbedingt nötig. Es wird sehr wenig Wert darauf gelegt. Man hat sich mit der Zeit Losungen angeschafft. Das ist so eine gewisse Magermilch des Wortes Gottes. Da liest man schnell einen Vers und dann geht's ab zur Straßenbahn und zum Zug. Aber das ist nicht das Richtige. Und dann wurde Licht für den Tag angeschafft, da hat man einige Verse mehr. Aber das ist auch nicht das Richtige. Das Wort Gottes ist die Vollnahrung für das entstandene neue Leben. Ich hatte einen Professor für Hebräisch und er hat mir dann gezeigt in seiner hebräischen Bibel, dass er sie 164 Mal ganz gelesen hatte in seinem Leben. Und jedes Mal, wenn er sie wieder gelesen hatte, radierte er und dann kam 165, 166 in der Reihenfolge. Und als er starb, hatte er sie 164 Mal ganz durchgelesen.
den konntest du fragen, was du wolltest, was dir einfiel vom Alten Testament. Er brauchte nicht einmal die Augen zu schließen, der guckte dich an und sagte dir die Antwort. Der kannte seine Bibel. Oh, wow, wow. Dazu sprach er die Bibel in 16 Sprachen. Die konnte er alle fließend. Das war was Wunderbares. Was ist die Vollnahrung, die Bibel? Sie ist die lautere Muttermilch, die das Kind am Leben erhält und aufbaut. Es sind ja alles erwachsene Leute hier. Ich hatte jetzt eine liebe junge Mutter da, die bekam ihr Kind. Ach, sagte ich, sieht aber lecker aus, ja. Ich sag, stillen Sie das Kind? Nein, nein. Ich sag, warum nicht? Ach, dann werde ich in meiner Oberweite so sehr verändert. Sie bekam ein zweites Kind. Nein, das Kind wird nicht gestillt. Die moderne Milch aus Tüten ist genauso gut. Jetzt bekam sie das dritte Kind. Das war ein Junge, der Prinz. Auch bei dem dritten Kind hat sie das nicht gemacht. Es ist schade, dass Kinder darunter leiden müssen, wenn die Mütter zu modern oder zu eitel sind. Nein, nein, wie jedes neugeborene Kind nach diesem Trank begierig ist, es will ja die Muttermilch haben, so soll auch jeder Christ nach der Bibel Verlangen haben. Aber es gibt manche Christen, die haben mehr Verlangen nach einem Roman, nach der Hör zu oder nach dem Stern. Aber das Verlangen nach dem Lebenswasser ist das Allerwichtigste. Unser Herr sagt noch im vorletzten Kapitel der Bibel, das vorletzte, fangt ganz hinten an und dann geht zurück. Da kommt erst Kapitel 22 und dann 21. Vers 6. 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Jetzt kommt es. Ich will dem Durstigen geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Du kannst also vom Lebenswasser trinken. Jesaja sagt einmal, ich gebe euch unentgeltlich Wein und Milch. Mit dem Wein werden wir auf das Blut Jesu hingegeben, das wir brauchen, um Vergebung der Sünden zu haben. Und die Milch will uns die auferbauende geistliche Vollnahrung zeigen, die Bibel. Also Wein und Milch. Du kannst es dir aufschreiben, Jesaja 55, Vers 1, da steht dieser Vers. Wein und Milch. Ist ja eigentlich unnormal, dass die beiden genannt werden. Aber wir brauchen es nur dankbar aufzunehmen. Den Wein, das Blut Jesu, und die Milch des Wortes Gottes. Es muss auch eine geistige, vernünftige oder im Wort dargebotene Milch sein. Die erstgenannte Eigenschaft von Milch wird hier mit den Übersetzern vernünftige Milch wiedergegeben. Das griechische Wort heißt eigentlich Logikus.
wird von Logos abgeleitet, Vernünftige. Das heißt, vom Worte Gottes her, wortgemäße Milch. Das ist im weiteren Sinn auch vernünftig. Wenn wir keine wortgemäße Milch erhalten, dann erhalten wir falsche Milch. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass in Afrika, in einem Bezirk, von Humana, das ist keine Sauermilch, Humana ist die süße Milch, die können Sie auch trinken, dass dort Humane geliefert wurde. Und das war eigentlich schon die abgelaufene Zeit für dieses Trockenpulver. Und dann hat man es noch einmal ein, zwei Jahre weggelegt und dann an die Bevölkerung verteilt. Aber die Milch hatte einen Stich. Es sind viele an dieser Milch gestorben. Krank geworden. Das passiert dir auch. Wenn du nicht die richtige Milch bekommst. Es gibt viele versauerte Milch. Viel verkehrte Milch. Die bezeichne ich schon nicht mehr als Milch. Der geistliche Trank, den Gott seinen Kindern bereithält, ist lauter, ist unverfälscht und ist unverdorben. Diese Milch brauchst du. In den 50er Jahren, war so 1959, 60, so in dem Anfang der 60er, besuchte uns der Präsident der amerikanischen Bible Society. Wir waren noch eine winzig kleine Bibelschule, aber er hatte den Mut, zu uns zu kommen. Und dann sagte er uns, nach dem Koreakrieg, wir werfen mit Flugzeugen kleine Fallschirme ab, die sind so groß, hat er uns so klein mitgebracht. Und da hängen wir ein Neues Testament oder ein Bibelteil dran. Und dann lassen wir das von unseren Lastenflugzeugen zu Tausenden und Abertausenden runterfallen auf Korea. Ich hab etwas gedacht, das habe ich ihm aber nicht gesagt. Ich habe gedacht, auch wieder so ein verrückter Amerikaner. Ich denke, Testamente, Bibelteile, die wirft man doch nicht vom Flugzeug runter. Aber da hatte ich mich verrechnet. Das war das lautere Wort Gottes. Ich sagte, dann sind dann auch Traktate dabei? No. Alone the word of God. Allein das Wort Gottes. Wir haben jetzt einen Koreaner bei uns als Schüler. Er sagte zu mir, es gibt in Korea kein Dorf, wo nicht eine Versammlung ist. Wir haben in Korea Christen. Das kann man mit Deutschland, mit der Schweiz, mit Frankreich, mit Holland überhaupt nicht vergleichen. In 8 Tagen fliegt unser Johannes, der Leiter der Bibelschule, nach Korea. Da sind Versammlungen, bitte, dass Sie es mir glauben, nicht 1000 Christen oder 2000 Wiedergeborene, da kommen bis zu 30.000, 40.000 Menschen zusammen, um das Wort Gottes zu hören. Kein Stadion ist groß genug, um die Menschen zu fassen. Ich habe unserem Johannes schon gesagt, da wirst du dein Wunder erleben in Korea. Korea ist ein Land, da
da ist nach dem Krieg das Evangelium ausgebrochen. Ob es nicht auch an den Flugzeugen lag. Sie haben alle das Wort Gottes bekommen. Das ist die wichtige, die lautere, die unverfälschte und unverdorbene Milch des Wortes Gottes. Wichtig ist, dass die Lehre der Bibel nicht durch Menschen verdorben wird. Dass sie verändert wird oder dass die Lehre der Bibel umgedeutet wird. Leider geschieht in dem Land der Reformation, in Germany, in Deutschland, das in unseren Tagen sehr, sehr oft. Ich erwähnte das ja schon gestern Abend. Sie würden staunen, dass gut bekannte Bibellehre auf diesen Kurs eingeschwenkt sind. Ich wage nicht, ihre Namen zu nennen. Dann würde ich vielleicht Haue bekommen draußen. In solchen Fällen ist die Predigt solcher Leute nicht mehr ein Produkt des Geistes Gottes. Jeremia charakterisiert einmal die falschen Propheten. Lesen Sie mal die Klagelieder des Jeremia. Wissen Sie, wo die stehen? Ganz hinten. Wenn Sie Kapitel 52 aufschlagen, ganz dahinter, bitte lesen Sie mal Klagelieder Jeremia, Kapitel 2. Schlagen Sie Jeremia auf und dahinter sind die Klagelieder. Ja. Vor 100 Jahren hätten mich die Leute ausgelacht, wenn ich das schon gepredigt hätte, dass ich so etwas sage, wo die Klagelieder sind. Da wusste jeder die Reihenfolge der biblischen Bücher. Lesen Sie mal Klagelieder Kapitel 2. Haben Sie es? Ja? Dann Vers 14. Deine Propheten haben dir erlogenes und fades Zeug gepredigt und haben deine Missetat nicht aufgedeckt, um dadurch deine Gefangenschaft abzuwenden, sondern sie haben dir betrügerische und verführerische Orakel gegeben. Das sind die falschen Propheten. Deine Propheten haben dir erlogenes und fades Zeug gepredigt. Hast du das schon mal im Rundfunk in den Morgenandachten gehört? Wenn so eine Woche die Frau Pastor da spricht? Du müsstest sie mal sehen. Oh, aufgeputzt wie eine Modepuppe. Sie tritt sich fast hinten auf den Rock, so lang ist er. Man kann nur staunen, wie schnell Gottes Wort unten ist, wie schnell. Was unsere Väter und Brüder aufgebaut haben, das ist rasant schnell kaputt gemacht. Ganz, ganz schnell. Und Jeremia hat gesagt, dein Wort war meine Speise, da ich's empfing. Dein Wort ist meines Herzens Trost und Freude. Das hat er noch vorher gesagt. Kapitel 15, Vers 16, da hat er das noch gesagt. Jeremia 15, 16. Und nun sagt er schon so etwas. Deine Propheten haben dir verlogenes Zeug dargebracht. Ach, was ist das schlimm. Denken Sie doch nur einmal an den Apostel Paulus
Oder denken Sie an den Apostel Petrus. Jeremia 15, Vers 16, da stand es. Ich denke nur an Paulus. Er hat den Römern, den Korinthern und besonders den Galatern das Wort Gottes gesagt. Ja. Schon nach ein paar Jahren musste er ihnen schreiben, auch wenn selbst ein Engel aus dem Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigt, als das, was ich euch verkündigt habe, der sei verflucht. Der sei verflucht. Diese Warnung hat bis heute Gültigkeit. Was meinen Sie, wie nötig es ist? Wenn ich nur an die einzelnen Kirchen und Gemeinden denke. Ich will nur einmal an die Heilsarmee denken, was William Booth aufgebaut hat. S. Soup, Soap, Salvation. Suppe für die Hungrigen, Seife für die Schmutzigen und das Heil für alle. Soup, Soap, Salvation. Ja, das haben manche liebe Leute geschrieben. Als die Heilsarmee zu uns kam, da war sie noch eine Heilsarmee. Und heute? Und heute? Heute kannst du den Heilsarmee-Chor einladen. Sie haben tolle Instrumente. Sie gestalten dir einen ganzen Abend. Aber die Evangelisation fehlt. Hier zur Pauke. Wer sich bekehren will, runter mit auf die Knie. Das ist vorbei. Sie haben viele Heime. Da beköstigen sie die Leute. Soup, Soap, Salvation. Da sind die beiden ersten S, Suppe und Seife, noch geblieben. Aber wo ist das dritte S, das Heil? Verschwunden. Der Abfall zeigt sich heute in gravierender Weise. Es ist also kein Wunder, wenn unter den Christen eine beängstigende Orientierungslosigkeit ist. Ist gar kein Wunder. Ich hatte in einer Gemeinde eine Bibelwoche. Ich habe das schon oft erzählt, ich erzähle es aber noch. Und da war auch, hat der Pfarrer gesagt, ich kann morgen früh, ich habe eine Trauerfeier, ich schicke meine Frau. Kam die Frau, Frau Pfarrer saß hier vorne, in der ersten Reihe, musste sie, ja, sie war ja Frau Pfarrer. Und dann sagte ich, wir wollen uns aber daran gewöhnen, dass wir jetzt mit der Bibel arbeiten. Einige Frauen nickten, die hatten ihre Bibel schon dabei. Und dann ließ ich noch von der Kirche, die hatten Bibeln aufgestapelt, die Bibeln alle verteilen. Frau Pfarrer kriegte auch eine. Dann sagte ich, wir wollen mal aufschlagen. Sie wusste bestimmt nicht, wo das Alte und Neue Testament war, das wusste sie nicht. Sie war am Blättern und dann suchte sie im Inhaltsverzeichnis nach. Das hat 2-3 Mal geklappt. Dann sagte ich, schlagen wir mal auf den ersten Kurs, erste Chroniker. Dann nahm sie die Bibel, bumm, war sie zu, legte sie dahin und sie guckte mich an. Das heißt, ich schlage die Bibel nicht mehr auf. Ja, sie konnte es ja auch nicht. Sie wusste ja nicht, ob vielleicht noch einen dritten Chroniker gab. Oder das 6. und 7. Buch Mose. Ja, der Abfall zeigt sich. Und wenn wir heute unsere Haltung nicht ändern zur Schrift,
dann geht uns das eines Tages auch so. Ich will Ihnen zum Abschluss mal ein Wort Gottes lesen. Wenn Sie wollen, können Sie es mit aufschlagen. Matthäus 24. Matthäus 24. Matthäus 24. Da heißt es hier, die Verse 11. Es werden viele falsche Propheten auftreten. Sie werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe auch in vielen erkalten. Haben Sie das noch in Ihrer Gemeinde? Wenn die Versammlung zu Ende ist, dann trifft man sich draußen auf dem Vorplatz. Man macht Shake Hands, man begrüßt sich. Man freut sich, man sieht sich. Hey, du auch da, wie geht's? Seid ihr vom Urlaub zurück? Ja. Wo wart ihr denn? Aus Felsengrund. Da, 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 da. Schön, dass wir euch wiedersehen. Vorbei. Ja, ja. Manche beeilen sich, dass sie noch zum Frühschoppen kommen. Ach, wie viele leben nicht von der wortgemäßen Milch. Aber ich gebe euch noch was Positives mit. Schlagen Sie mal auf, Matthäus 24, Vers 42. Vers 42. Brauchen Sie nur rumzuschlagen. Vers 42. So wachet nun. So wachet nun. Da ihr ja nicht wisset, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Wie wird man denn wachsam? Wenn man ordentlich Milch trinkt, wird man wachsam. Nee, 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 ich meine nicht Rotwein oder Bier. Nee, 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 nee. Sondern die Milch des Wortes Gottes. Und dann Vers 44. Darum seid bereit, denn des Menschensohn kommt zu der Stunde, da ihr es nicht mehr glaubt, nicht mehr meinet, nicht mehr für möglich haltet. Dann kommt der Herr. Ich möchte euch ermuntern, die Milch des Wortes Gottes zu trinken. Und ich freue mich, wenn viele meinen guten Rat annehmen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn bei uns die Bude brennt, nimm nur das raus. Der Computer ist zu ersetzen, ich habe alles auf der Festplatte fertig. Meine Festplatte ist abgesichert, auch jetzt. Ach. Aber nimm die Bibel mit raus, mit allen Aufzeichnungen, die rette. Das ist das einzig Lebendige, was ich im Haus habe. Alles andere ist Plunder. Vergeht. Nur das Wort ist lebendig. Das müssen wir bewahren. Wollen wir noch beten? Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort, diese lautere Milch gegeben hast. Wir danken dir, lieber Vater, dass wir uns durch dieses Wort, durch die Milch des Wortes Gottes erneuern lassen dürfen. Herr, segne uns an diesem Tage, um Jesu willen. Amen.